Dann möchten wir Sie recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Spiel unserer Eulen Ludwigshafen gegen Nordhornlingen. Endergebnis 29:32 für unsere Gäste. Die Pressekonferenz wird präsentiert von der GAG Ludwigshafen. Bei mir die beiden Cheftrainer. Das erste Wort gebührt unseren Gästen. Herr Kubis, wie haben Sie das Spiel gesehen? Ich habe kaum was verstanden, aber ja, ich bin sehr glücklich heute. Ich fand, dass beide Mannschaften haben viel investiert, war auch emotional, nicht nur für die Spieler, aber ich denke auch für uns an der Bank. Und ich fand das hervorragend, wie viel gefightet haben, auch nach wirklich nicht so guten Anfang, wo wir viele Fehler gemacht haben. Aber dann haben wir uns beruhigt und ich fand schon irgendwie ab der 20. Minute einfach zugelegt haben und ich war heute mehr als zufrieden mit der Leistung und ich bin sehr glücklich, dass es uns dieses Mal gelungen, zweimal die Eulen zu schlagen, weil die haben einen großen Schritt nach vorne im Vergleich zum letzten Jahr gemacht und es war gar nicht einfach. Vielen Dank und schöne gute Restsaison. Vielen Dank, Herr Kubis. Michael, dein Statement zum Spiel, bitte. Ja, schönen guten Abend. Glückwunsch nach Nordhorn. Das, was er gerade als großen Fight bezeichnet hat in der Abwehr, ist das, was meine Jungs angenommen haben. Da können wir ihnen heute überhaupt keinen Vorwurf machen. Die sind dahin gegangen, wo es wehgetan hat. In meinen Augen tat es ihnen ein bisschen zu oft weh. Und das war sehr an der Grenze für mich, das Spiel, was faires Handballspiel angeht. Und dann tut es mir leid, wenn dann am Ende Dinge passieren. Das ist für mich unschön. Dann kann ich mich auch bei Daniel hier entschuldigen. Dann kochen die Emotionen hoch. Das gehört sich nicht. Das ist okay. Reden wir über Handball. Ich glaube, wir sind gut reingekommen ins Spiel, hatten viele Ideen, haben uns viel vorgenommen. Und am Ende hat bei Nordhorn vieles funktioniert. Die haben super über den Kreis gespielt, wo wir in der Abwehr Probleme hatten. Als wir das dann besser in den Griff kriegen, kommt mit Tarek Marshall, ein neuer Rückraumspieler, der dann so ein bisschen in die Bresche springt. Und dann war das in der Summe auch einfach ein Tick besser von Nordhorn, was sie gemacht haben. Aber trotzdem heute Kompliment an unsere Mannschaft. Vielen Dank. Vielen Dank. Michael, gibt es Fragen von Seiten der Presse? Dann kurzes Handzeichen. Das ist nicht der Fall. Dann sagen wir vielen, vielen Dank. Wünschen unseren Gästen natürlich ein gutes Restprogramm. Vielen, vielen Dank auch Michael. Für unsere Eulen geht es dann weiter am 3.6. in Würzburg. Und dann sehen wir uns wieder zum letzten Heimspiel der Saison. Am 7.6. dann zu Gast der Dessau-Roßlauer HV. Dankeschön.